Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Don't Starve Shipwrecked. Jetzt wird es hart, denn wir haben Hurricane-Saison. Ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es ja nicht Winter ist, sondern Scheiße. Ernsthaft? Okay. Das ist so ziemlich das Allerschlimmste, das uns gerade passieren konnte. Verdammt. Und unsere ganzen Sachen brennen gerade ab. Okay, ich, war's dann wohl. Ich, weiß nicht, inwiefern wir das hier noch überleben wollen. Oh, unser ganzes Schön und unsere ganzen Sachen sind alle abgebrannt. Okay. Nein, also das heißt noch nicht, dass wir tot sind, aber... Also schlimmer hätte das Spiel eigentlich gar nicht starten können. Oh Mann. Okay. Das ist ja mal... Wow. Na gut, wir müssen das Beste draus machen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Außer verdammt. Ah, das ist ja... Durch die Blitze, weil wir keinen Blitzableiter haben. Wir haben keinen Blitzableiter gebaut. Verdammt. Ich weiß auch gar nicht, hier Lightning Watch, das wäre total einfach gewesen. Und wir haben keinen gebaut. Ja, man lernt aus seinen Fehlern, sage ich da nur. Jetzt ist natürlich das Problem, liegt hier noch irgendwo zufälligerweise einfach Stein rum? Ich glaube nicht. Das muss doch nicht, ja, Mauern. Na super, Mauern brauchen wir nicht. Pack ich erstmal hin gerade. Ja, okay, was können wir machen? Es hilft nichts rumzuweinen, wir müssen gucken, was wir jetzt tun können. Anders kommen wir hier nicht weiter. Oh Gott. Ja, ich bin immer noch ein bisschen leicht geschockt gerade. Zuerst heißt es, wir brauchen wichtige Sachen. Ich muss jetzt erstmal leider Sachen wegpacken, die nicht das Allerwichtigste sind. Wir brauchen etwas, damit wir unsere Lightning Rod bauen können. So. Erstmal das. Ich packe die Muscheln auch mal schnell weg. Ja, durch den Wind ist jetzt natürlich auch unser Zeug. Wird wahrscheinlich alles durch die Gegend verteilt. Ist jetzt aber erstmal zweitrangig. Wir brauchen eine Lightning Rod. Ich habe echt null daran gedacht, so ein Ding zu bauen. So, da brauchen wir eine Science Machine erstmal. Die kriegen wir wieder hin. Wir kriegen das alles wieder hin, Leute. Wir hatten nicht so mega viele Sachen. Warum kann ich die jetzt nirgendwo hier hinbauen? Kann ich die ganzen Reste hier mal weghauen? Geht das irgendwie? Da brauche ich diesen Hammer, ne? Kann ich einen Hammer bauen eben? Natürlich nicht. Okay, dann stelle ich es jetzt einfach mal so hin. So, dann baue ich jetzt hier eine Science Machine. Und baue ganz, ganz, ganz schnell eine Lightning Rod. Super. Ach, das gibt's doch nicht. Der lässt mich nicht mal schnell eine Science Machine hinstellen. Wie sieht's aus mit dem Wetter? Jetzt kann ich keine mehr bauen. Ach nee. Ach, das ist doch Huhn. Das ist einfach nur Huhn gerade. Irgendwo ist auch noch unser Baum. Der wird uns wahrscheinlich gleich angreifen. Den ich hier Holz hacke. Egal. Ganz ehrlich, das Eis droppe ich jetzt erstmal. Wir haben eh keinen Crockpot mehr. Damit kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Man kann das Eis übrigens als Fillermaterial benutzen. Das habe ich auch wieder ganz verplant. Beim letzten Mal, da hätten wir ein bisschen sparen können. Aber gut, wir brauchen noch einen Lock. Hier nehmen wir die Dinger. Und diesmal müssen wir schneller sein. Oder wir warten jetzt. Komm, wir warten, oder? Das bringt ja nichts. Wir haben jetzt eh nichts anderes. Wir warten, bis das Gewitter wenigstens vorbei ist. Bevor wir die Sachen aufstellen, weil sonst haben wir es gleich wieder weg. Oh, wir sind total geschädigt. Ich nehme hier mal so eine... So. Bauen wir uns mal ein bisschen auf. Jetzt wird es auch ganz schnell hier mit diesem... mit dem geistigen Zustand bergab gehen. Wir sind gerade über die Fallen voll. Ah, unsere ganzen schönen Sachen. Das ist traurig. Naja, kann man nicht ändern. Nächstes Mal wissen wir Bescheid, dass wir da schneller dran denken. Oh, wir können sogar Healing-Paste machen jetzt. Schön, da machen wir uns mal genug von. Hey, kann ja richtig viele von machen. Sehr, sehr schön. So. Müssen wir gleich aufpassen. Ach, das ist blöd. Jetzt regnet es die ganze Zeit. Und wir müssen ja gleich die Nacht überstehen. Wir warten mal. Habe ich jetzt noch alles, was ich brauche? Oder dafür haben wir genug? Und nee, das nicht. Ach, die können wir... Nee, die können wir nicht bauen. Habe ich die gelernt? Oh doch, wir haben die gelernt tatsächlich. Ah, wir haben die geschafft zu machen. Ich dachte, wir haben es gar nicht geschafft. Okay, dann stelle ich die mal hier hin. Muss man die nah ranstellen? Ja, klappt.
sofort eingefangen. Oh, schön. Gut, jetzt müssen wir nur die Sachen hier mal umhauen. Hammer braucht ja schon die Science Machine, ne? Ach, die haben wir sogar auch schon eigentlich gebaut. Theoretisch. Ja, ich will die trotzdem mit an mir haben. Boah, wie der Blitz da 100-mal einschlägt gerade. So, bauen wir die jetzt dahin. Oh, und es wird dunkel. Haben wir irgendein Holz? Boah, es ist alles nass. Oh Gott. Wir haben nicht genug Zeug. Na, schauen wir mal, ob wir die Nacht überstehen. Das wird jetzt sehr, sau schwer werden. Das wird jetzt richtig schwer. Wir müssen am Tage ganz, ganz viel sammeln. Oh Gott. Das wird jetzt richtig hardcore, Leute. Ich bin gespannt, ob wir die Saison überstehen. Wir hätten vorher ein bisschen besser bauen sollen, ein bisschen besser haushalten müssen. Das könnte jetzt schwierig werden noch. Lustig, hier sieht... Unseren Rasierer haben wir noch, aber... Ach doch, das Ding haben wir auch noch. Nein. Nein. Ey, jetzt. Nein. Haut ab. Ach, ist das schon so schlimm mit unserem Zustand? Verdammt. Ja, hau ab. Das ist nicht richtig weggegangen. Geh weg. So. Okay, es regnet nicht mehr ganz so durch. Stopf trotzdem nochmal nach. Uff. Oh je. Wir haben noch ein Endothermic-Feier. Ja, schön. Das kann man schon mal nachbauen. Eigentlich gar nichts so wirklich, weil wir nichts haben. Kiste. Wir müssen ganz schnell wieder an Zeug kommen für Kisten. Dass wir unsere Sachen wieder sicher unterkriegen. Oh Mann. Alles nass. Aber es hat jetzt, glaube ich, schneit. Ich glaube, es regnet nicht mehr. Hui, wow. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Folgenstart. Da werdet ihr mir sicher zustimmen. 8 Gold haben wir jetzt nur noch. Wir haben echt Glück, dass wir auch so viel Gold gesammelt haben, dass wir jetzt wenigstens noch eine Science Machine hier irgendwie hinstellen konnten. Wow. Mensch, ich bin noch ganz schön... Ja. Noch ganz schön K.O. gerade. Ich dachte, das wäre jetzt... Also, dass jetzt schon in ein paar Minuten die Folge beendet gewesen wäre. Und das alles nur wegen so einem blöden Lightning-Rod. Die ganzen schönen Sachen. Unser Quackpot, unser Drying Rack, Alchemy Engine. Alles kaputt. Hier die neue Science Machine. Ach Mensch. Wir können es, glaube ich, auch hier hinstellen, solange das leuchtet. Macht es ja auch Licht. Ah. Okay, daran habe ich gar nicht gedacht, dass uns das noch Licht zusätzlich spendet. Na komm, Nacht, geh vorbei. Ich will jetzt nicht nochmal hier auffüllen. Sehr schön. So, dann heißt jetzt erstmal sammeln, sammeln. Oh, uns geht's nicht gut vom geistigen Zustand her. Oh je, das sieht nicht so gut aus. Okay, ganz, ganz schnell. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das bringt uns nichts mehr. Ach nee. Ja, so doch nicht. Mensch. So, hier. Nee, auch nicht. Ja, da kommt auch nichts Brauchbares gerade raus. Warte mal, ich pack mal das hier hin. Wir brauchen ja auch ein bisschen Platz. Die Asche packe ich jetzt auch hier hin. So. Wir brauchen ganz, ganz schnell Holz. Oh, und das nehmen wir auch mit. Wir brauchen auch hier ein bisschen Essen, was wir jetzt irgendwie kriegen können. Oh je, unser Zustand. Wow. Der hat sich schnell verschlechtert. In der Saison sowieso. Und wir müssen jetzt echt aufpassen, dass uns dieser Baumwächter nicht erwischt. Puh. Oh Mann. Da müssen wir jetzt echt planvoll losgehen. So, die müssen wir auch mal nachpflanzen. Wir haben gar nicht mehr so viel. Es speichert. Wir nehmen jedes bisschen mit. Da. Steine haben wir noch. Da sind wir nicht verlust gegangen. Oh, ganz viele Samen. Das ist gut. Geht weg. Ich brauche das Zeug nicht dringender als ihr. Achso, dieses Wetter zerstört uns natürlich auch Bäume und alles. Das ist, ja. Und wir haben hier keinerlei Blümchen. Vielleicht sollten wir die Insel kurzzeitig mal wechseln. Oh, nee, den wollte ich nicht. Um auch ein paar Blumen zu sammeln, um unseren geistigen Zustand zu verbessern. Den Sand lasse ich mal hier. Jetzt, weg da. Bringt das? Nee, bringt kein Leben. Schade. Weg. So weit weg sind die Inseln ja nicht. Wir könnten hier an dieses Stück, wo der Dodo ist, oder hier hin.
schnell mal und uns wieder neu eindecken. Oh, genau dann ist hier das Zeug gerade gewachsen. Sehr schön. Oh, die Limpets tun uns weh. Okay. Und ich frage mich, unser Baumwächter, ob dem das Gewitter etwas anhaben kann. Ich nehme an, dass unser Baumwächter hier unter den Bäumchen dabei ist. Deswegen traue ich mich an die jetzt nicht ran. Wir haben nichts zum Nachpflanzen. Okay. Verlassen wir die Insel? Wir werden damit noch nichts anfangen können. Nee, es reicht nicht an Bäumen. Wir müssen, glaube ich, weg. Wie sieht es mit dem Feuer aus? Wir können ein kleines Feuer machen. Wird aber doof aussehen, wenn das richtige Gewitter wieder kommt. Ich hole uns mal noch ein bisschen Stein. So, jetzt kann man ein großes Feuer machen, wenn wir wollen. Palmblatt brauche ich jetzt nicht. So, dann würde ich sagen, jetzt aber ganz, ganz flott. Oder wollen wir es jetzt noch wagen? Gefährlich, ne, wenn wir jetzt losgehen. Und genauso gefährlich ist es hier, einen Baum abzuholzen. Ah. Schwierige Entscheidung. Das lasse ich mal hier liegen. Nee, aufbauen wollte ich es gar nicht. Okay, wir bleiben jetzt noch hier. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt loszufahren. Wir sammeln ein, was wir hier erstmal kriegen können. Ja, ich glaube, das Wetter hat uns echt alle Bäume... Ah, hier ist der. Okay, dann können wir aber doch da oben die Bäume wegnehmen, wenn der da unten rumschlawinert. Dann sieht der uns ja hier oben gerade nicht. Komm, ganz schnell. Bevor der hier hochwandert. Aber da ist der am Leben geblieben, weißt du? Alle Bäume sind hier umgenietet worden. Unsere ganze Base, aber der hat nichts abbekommen. Verdammt. Das wäre ganz cool gewesen. Also, wegen Loot und so. Nicht unbedingt, weil ich dem jetzt was Böses möchte. Das natürlich nicht. Wie viel kriegen wir da jetzt raus schon? Den Scheiß will ich nicht. Okay, nicht genug. Und Platz haben wir auch nicht. Hier. Die brauchen wir jetzt gar nicht. Wie sieht's aus mit Wetter? Ich muss aufpassen, dass das nicht zu schnell geht. Kiste braucht man noch einen, ne? Oh Gott. Okay, noch ein bisschen mehr. Oh ja, 60. Mich stört das immer richtig mit den Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim so Zugucken, aber mir wird da tatsächlich ein bisschen schon fast schlecht, würde ich sagen, wenn ich hier dieses Gewackel an den... Also ich darf da nicht so hingucken. Ich muss jetzt echt so mich darauf konzentrieren, dass ich das nicht so genau angucke. Weil mir da ein bisschen schummrig wird selber. Ein bisschen wie das Gefühl, wenn man VR spielt und hier so richtig schlimm, weil hier so viel ist gleichzeitig. Boah. Gut, dass es in der Mitte denn nicht ist, wenn man da steht. Dass das da wenigstens weggelassen haben. Haben sie wahrscheinlich selber getestet und gemerkt, dass das eklig ist. So. Oh Gott, ich kann echt nur in die Mitte gucken. Ich kann mir den Rand nicht angucken. Okay. Ja, jetzt müssen wir zurück. Ja, das Blöde ist, wir brauchen jetzt eigentlich das Holz. Versuchen wir es hiermit. Ich warte genau, bis es soweit ist. Jetzt hätten wir eigentlich einen Blitz gebrauchen können, damit das Ding aufgeladen ist. Dabei wir eh kochen müssen, merke ich gerade. So. Und los geht's wieder. Das Coole ist, wir sind ja jetzt so schön ja, in einem blöden geistigen Zustand. Das heißt, dass wieder die ganze Zeit Hände nach uns grapschen werden. Oh Gott, das da kann ich auch gar nicht leiden. Ja gut, wir hatten bis jetzt immer einen guten geistigen Zustand während der Folgen. Da braucht man ja auch mal einmal wenigstens einen schlechten. Das müsst ihr ja auch mal gesehen haben. Wer guckt Monster? Ah, scheiße, stimmt. Dann kommt ja Monster-Mie raus. Oh nee. Das habe ich total verplant, dass die Viecher da nichts Ordentliches mehr droppen. Okay. Das sollten wir nicht mehr essen. Die Hiersalbe bringt uns nichts im Zustand, ne? Nee, gar nicht. Ich habe beim ersten Mal nicht richtig hingeguckt. Deswegen musste ich es nochmal ausprobieren. Oh Gott. Geht weg. Der holt sich auch nicht. Kann ich mich dann auch hören? Hier, ein Snake Oil Trink vielleicht denn? Wir müssen was Neues bauen, was Wasser noch nicht kennt. Dann könnten wir dadurch einen kleinen Bonus kriegen. Haben wir hier irgendwas? Guck mal. Muss doch irgendwas sein, was dann... Nee, sonst hätten wir ja ein Ausrufezeichen oder was da mal kommt. Ah, wir müssen irgendwas finden, was wir mal eben so einfach uns basteln können. Dass es dem ein bisschen besser geht. Oder wir müssen halt auf eine Blumeninsel.
Ich finde einfach nichts. Hammer haben wir schon? Nee, haben wir ja gar nicht. Wieso haben wir den noch nicht? Habe ich den jetzt gar nicht gebaut? Oh. Jetzt haben wir einen Hammer. Können wir auch mal gleich hier... Das sollte gehen, ne? Wir kriegen unsere Sachen wieder. Oh, wie toll. Ich glaube nicht alles, aber wir kriegen was wieder. Oh, perfekt. Das wusste ich gar nicht mehr. Dass wir auch durch unsere kaputten Sachen wieder Zeug kriegen können. Oh, gut. Ja, sag mal, warum kann ich denn hier nichts mehr hinbauen? Mach mal hier ein bisschen Platz, Mensch. Ja, wir nehmen erstmal alles weg. Wir müssten jetzt auch sehr, sehr viele Sachen haben dadurch. Jetzt müssten wir doch ganz viel bauen können, oder? Das passt jetzt nicht mehr. Wie sieht's aus? Okay, gleich vorbei. Jetzt kann ich die ja trotzdem nirgendwo mehr hinbauen. Warum nicht? Ach doch, geht. Okay, das sah nur so aus. Okay. Ich dachte schon, das geht nicht mehr. So, jetzt wird doch mal hell hier. Komm. Wir müssen uns wieder ein bisschen aufbauen hier. Aber vor allem auch mit dem Essen wird es jetzt schwierig. Oh. Geh mal da weg. Wir brauchen den dringender als du. So. Erstmal alles hier ein... Achso, wir haben keinen Platz. Das kann da wieder rein. Der kann da rein. Das kann da rein. Ja, das Monster-Meat brauchen wir auch nicht wirklich. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Wir sammeln alles ein, was hier noch rumliegt. Ein Lob haben wir sogar geschenkt bekommen wieder. Geschenkt bekommen. Nehmen wir auch mit. Das nehmen wir. Oh, hier ist noch. Sehr schön. Oh Gott, unser Zustand ist nicht gut. Wir können aber auch nichts erfinden. Hier ist einfach gar nichts. Das finde ich schon. Das hier. Thermal Measure können wir bauen. Ne, komm. Ich will einfach nur irgendwas erfinden, damit wir uns ein bisschen besser fühlen. Auch wenn wir es nicht brauchen. Warum kann ich es jetzt nicht bauen? Das hätte doch damit jetzt reichen sollen, oder nicht? Kann ich hier noch irgendwas bauen? Nee, haben wir alles nicht. Verdammt. Haben wir alles nicht. Nein. Warum kann ich denn das jetzt nicht? Ach, das braucht schon wieder was. Ach so. Natürlich. So, wir haben was erfunden und wir wissen, wie viel Grad ist. Bitteschön. Oh, ich glaube, das Viech greift es uns schon an. Ja, es greift uns schon an. Die greifen zweimal an. Ach, greift uns Sonne nicht an. Ich dachte. Ich dachte, es wäre schon soweit. Na, die Falle ist kaputt. Oh, jetzt haben wir schon was erfunden und es hat immer noch nicht ausgereicht. Können wir noch was erfinden? Was ist denn hier? Erfinden wir noch eine Haywall. Haben wir das noch? Wie geht's uns? Ein bisschen besser. Ein Schild können wir noch erfinden. Ja, für sowas sollte man sich das immer aufheben. Damit man die ganzen Sachen dann erfinden kann, wenn man sie braucht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kann man hier noch was decken? Ich glaube gerade nicht. Sehr schön. Wie sieht's denn gerade aus eigentlich von der Temperatur? Geht's da noch? Ist gar nicht so kalt. So, mehr können wir dann aber wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Nicht mit dem Equipment, was wir so haben. Gut, jetzt losfahren ist wieder ein bisschen selbstmörderisch. Oh, unsere ganzen Spinnenweben, alles futsch. Das ist alles so schade einfach. Unser ganzes Zeug, was wir gesammelt hatten, wir hatten 3, 4 Kisten da stehen. 3, ne? Schade. Und vor allem weiß ich nicht, wie wir das mit dem Essen jetzt noch hinkriegen wollen. Okay. Wir bleiben ganz, ganz ruhig. Oh, und ich sehe auch schon, die Folge ist schon wieder vorbei. Na gut, war ja auch eine ereignisvolle Folge. Ihr habt es gemerkt, ich war ja ganz schön kaputt. Aber es geht wieder. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Naja, die Saison dauert aber eine Weile. Also ja, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen, auf jeden Fall. Na gut, damit können wir jetzt eh nichts anfangen. Bitteschön, du darfst in die Freiheit zurück. Wo ist denn unsere Schaufel? Haben wir keine Schaufel mehr? Ist die kaputt gegangen? Moment. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war, wie gesagt, ereignisreich. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht hat es euch gerade deswegen gefallen, weil es mal ein bisschen spannend wurde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.